drei Tipps, wie du am besten Kalorien einsparen kannst. Die ist sicherlich bekannt. Wenn du abnehmen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall Kalorien zählen. Du solltest auf jeden Fall Lebensmittel mit einer hohen Kaloriendichte vermeiden. Und deswegen gibt es bei mir heute drei Tipps. Als erster Tipp: Ess keine Avocado mehr. Avocado haben eine so, so große Kaloriendichte mit etwa 130 Kalorien je 100 Gramm. Hi, ich bin die Annika von Let's Do Fit. Ich bin Ernährungs- und Fitnesscoach. Und ja, jeder, der meine Videos schon ein bisschen länger anschaut oder der bei mir ein Coaching gemacht hat oder meinen Ansatz verfolgt, der weiß es ganz genau. Nein, ich würde nie empfehlen, keine Avocado mehr zu essen. Avocados sind gesund. Und ich würde dir auch nicht dazu raten, dass du auf jeden Fall darauf achten solltest, dass du nicht mehr kalorienhaltige Lebensmittel zu dir nimmst, weil es gibt nun mal sehr, sehr viele gesunde Lebensmittel, die eine hohe Kaloriendichte haben und die, auf die du auch beim Abnehmen nicht verzichten solltest oder musst. Ja, deswegen möchte ich dir einfach kurz ein bisschen mehr Hintergrund geben, damit du nicht mehr auf solche Titel stößt und nicht mehr solche Ratschläge verfolgst. Weil es gibt einfach viel, viel wichtigere Punkte. Klar, am Anfang klingt es sehr, sehr, sehr logisch. Ist mir auf jeden Fall schlüssig. Aber das Ganze funktioniert nun mal nicht so. Was viel, viel wichtiger ist als das Thema Kalorien langfristig, ist, welche Hormone, welche Signale sozusagen werden im Körper ausgeschüttet, wenn du Nahrung zu dir nimmst. Wenn du Nahrung zu dir nimmst, sagt dann der Körper, ah, dieses Lebensmittel sollte ich dafür verwenden, dieses Lebensmittel sollte ich dafür verwenden und so weiter. Hormone haben einen so, 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 so großen Einfluss auf unseren Körper. Ich möchte das anhand von zwei kleinen Beispielen erklären. Und zwar als erstes Beispiel Diabetes Typ 1. Das ist eine Autoimmunerkrankung, das heißt, sie ist angeboren. Und Leute mit Diabetes Typ 1, die können, also unbehandelt, die können essen, was sie wollen, hohe Menge an Kalorien zu sich aufnehmen, aber letztendlich landet alles in der Schüssel und sie nehmen nicht zu, weil kein Insulin produziert wird. Das krasse Gegenbeispiel ist das Cushing-Syndrom. Bei diesem Syndrom wird sehr, sehr viel Cortisol ausgeschüttet, also wirklich Unmengen an Cortisol. Und Leute mit diesem Symptom, auch unbehandelt, nehmen extrem zu. Sie werden richtig, richtig übergewichtig. Und da ist es auch egal, was sie essen. Das heißt, nur das Thema Kalorien zählen, daran kann es nicht liegen, dass wir zunehmen oder dass wir abnehmen. Wenn wir zum Beispiel eine Avocado essen, die hat zwar eine hohe Kaloriendichte, aber zudem ist sie sehr fettreich. Das heißt, sie sättigt uns auch sehr, sehr lange. Es kommt natürlich auch immer darauf an, mit was wir das Ganze kombinieren. Kommen wir das mit einer Proteinquelle oder kombinieren wir das mit einer Kohlenhydratquelle? Das macht natürlich auch für unseren Körper einen Unterschied. Wenn wir zum Beispiel den ganzen Tag von morgens bis abends sehr, sehr zuckerlastig essen, oder kurzkettige Kohlenhydrate, dann ist natürlich unser Insulinspiegel hoch. Insulin ist ein aufbauendes Hormon. Das heißt, ja, hier wird auch die Fettspeicherung gefördert. Das ist auch ein wichtiges Thema. Was noch ein Problem ist, wenn wir über den Tag viel Zucker essen, dann werden Hormone ausgeschüttet, die unseren Heißhunger anregen. Das heißt, wenn du abnehmen möchtest, dann solltest du dir viel eher die Fragen stellen, was isst du über den ganzen Tag? Was passiert, wenn du mal eine Mahlzeit weglässt, wenn du zum Beispiel mal Frühstück, Mittag oder Abendessen weglässt? Was passiert dann? Probier es gerne mal aus und mach den Test. Im Normalfall sollte das nicht so dramatisch sein, wenn man nicht zuckersüchtig ist. Und wir sind alle, also der größte Teil der Bevölkerung ist leider zuckersüchtig. Das heißt, mach gerne mal diesen Test. Und wenn das bei dir der Fall ist, dass du ein bisschen, dass du vielleicht sogar ein bisschen schwummrig sogar wird oder du richtig, richtig Heißhunger hast, oder du leicht Kopfschmerzen bekommst und einfach zum Kühlschrank rennen möchtest und einfach irgendwas essen möchtest, dann hat es nicht unbedingt was mit dem Hunger zu tun, sondern vielmehr mit dem Heißhunger und mit den Hormonen, die ausgeschüttet werden, die einfach dich dazu anregen sollen. So, hey, ich brauche Zucker, ich brauche Energie. Aber was unser Körper tatsächlich braucht, ist einfach nährstoffreiche Lebensmittel und nicht unbedingt Zucker. Ich glaube, das ist heutzutage jedem klar. Das heißt, nein, um abzunehmen, musst du oder solltest du sogar nicht Kalorien zählen. Du solltest dich da nicht zu verrückt machen, sondern viel wichtiger ist, dass du dir neue Gewohnheiten aneignest, dir eine gesunde Basisernährung sozusagen aneignest, dich zuckerarm ernährst und dann wirst du deine Ziele erreichen, ob du jetzt eine Avocado am Tag isst oder nicht. Wenn du dir jetzt das Ziel gesetzt hast, du möchtest effektiv abnehmen, ohne groß Kalorien zu zählen, dann kannst du dich natürlich auch gerne bei mir für ein kostenloses Beratungsgespräch anmelden.
Die Kontaktdaten findest du unten in der Infobox und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen und bis dann. Ciao.